Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Berliner Bundestagsabgeordnete, durch deren Wahlkreis einst die menschenverachtende Mauer verlief, freut es mich ganz besonders, dass die Angleichung der Renten zwischen Ost und West nun erreicht wird. Dass dies über die Jahre schrittweise erfolgen konnte, ist auch das Resultat der guten Arbeits- und Wirtschaftspolitik der vergangenen unionsgeführten Regierungen, aber auch und vor allem der Leistungen der Bürgerinnen und Bürger. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass dieser langjährige Prozess nun zu einem guten Ende kommt. Die Angleichung ist ein wichtiger Schritt zum weiteren Zusammenwachsen unseres Landes. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Meine Damen und Herren, für eine tragfähige und zukunftssichere Rentenpolitik braucht es aber deutlich mehr. Immer weniger junge Menschen stehen immer mehr Rentnern gegenüber, und diese Entwicklung wird unser umlagefinanziertes Rentensystem vor eine enorme Belastungsprobe stellen. Auch in Zukunft müssen langjährige Beitragszahler auf die gesetzliche Rente bauen können. Die Lebensleistung muss sich auch in der Rente widerspiegeln. Neben einer breiteren Vermögensbildung, die Kollegin Schimke hat das schon ausgeführt, müssen dafür auch alle drei Säulen der Rente gestärkt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten ja eigentlich erwartet, dass in diesen Tagen über das groß angekündigte Rentenpaket zu debattieren ist. Im Sommer sollte ja hier doch eigentlich ein vom Kabinett beschlossenes Konzept vorliegen. Jetzt ist Ende Juni, und ich frage mich, wo bleibt denn nun Ihr tragfähiges Rentenkonzept? Wo sind Ihre Vorschläge, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen können? Wie soll die Rente nach 2030 aussehen? Und weil ich jetzt hier schon wieder vernommen habe, wo sind denn Ihre Vorschläge, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, da muss ich sagen, regieren heißt, Verantwortung zu tragen. Und weil es hier in der Ampel offensichtlich Missverständnisse gibt, regieren heißt nicht, sich an der Opposition abzuarbeiten und von der eigenen Untätigkeit abzulenken. Zur Erinnerung auch noch mal: Während unserer Regierungszeit haben wir als Union starke Impulse gesetzt und die gesetzliche Rentenversicherung auf Jahre hin stabilisiert. Wir haben eine Rentenkommission eingerichtet und eine ganze Reihe von gesetzlichen Maßnahmen zur Abmilderung von Altersarmut eingeführt. Dazu gehören zum Beispiel auch die Grundrente, Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente und auch übrigens der wichtige Härtefallfonds für Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer und Ostrentner, der auf eine Einigung aus der letzten Wahlperiode zurückgeht. Wir haben es sogar eingestellt in die Finanzplanung. Diese Wahlperiode, und da befinden wir uns gerade, wir haben es ja gerade schon vom Kollegen Birkwald gehört, es ist die 111. Sitzung in dieser Wahlperiode. Ja, die Wahlperiode ist nun zur Hälfte rum. Und bislang ist die Ampel in der Rentenpolitik vor allem mit Zwist über die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Aktienrente aufgefallen. Das konnten wir heute auch wieder hier schön beobachten, wie da die Positionen nicht zusammenkommen. Und anders als die Staatssekretärin es vorgegeben hat, gibt es da überhaupt noch keine Lösung. Dabei könnte eine kluge kapitalgedeckte Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung eine entlastende Option sein. Viel wäre jedenfalls erreicht, wenn die Ampelfraktion zur Abwechslung mal nicht ihre Energie mit Streitereien verheizen, sondern sie in echte Zukunftsfragen wie die Sicherung unserer Altersvorsorge stecken würde. Wir brauchen zum Beispiel dringend eine Diskussion darüber, wie wir bessere Bildungschancen für junge Menschen schaffen. Noch immer verlassen viel zu viele junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Gute Jobs sind aber Voraussetzung für eine gute Absicherung im Alter und gut ausgebildete Arbeitskräfte ein Stabilitätsfaktor für die Rentenkassen. Hierzu gehören auch nachhaltige Lösungen für den Fachkräftemangel, wir haben es gehört, und die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Neue Bürokratiemonster aber und hübsche Bilder von Auslandsreisen bringen unsere Wirtschaft hier nicht weiter. Vielmehr sollte es für die Bundesregierung Priorität haben, ganz konkret die Probleme an der Wurzel zu packen, den Antragsstau in den Ausländerbehörden und Visastellen aufzubrechen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Vor 76 Jahren wurde unser heutiges Rentensystem eingeführt und seitdem immer wieder reformiert und ergänzt. Und um das auch noch mal deutlich zu machen, es liegt nun an der Ampel, die Altersvorsorge an die Gegebenheiten der Zeit anzupassen. Zu dieser Debatte sind wir als Union bereit. Vielen Dank. Tanja Macherleit ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion.